In diesem Video beantworte ich Ihnen die häufigsten Fragen zum Thema Konfigurator, die uns gestellt werden. Frage Nummer 1. Was ist eigentlich ein Konfigurator? Ein Konfigurator kam ursprünglich aus der Autoindustrie. Das heißt, die Pkw-Hersteller haben als erstes erkannt, dass Kunden nicht unbedingt das gleiche Auto haben wollen wie ihr Nachbar. Und haben dann direkt mit dem Beginn der Digitalisierung im Internet Konfiguratoren angelegt. Zunächst waren das ganz einfache Konfiguratoren, wo man sich einfach verschiedene Bilder aussuchen konnte in verschiedenen Farben. Später, und so wie es heute häufig der Fall ist, sind es teilweise richtige 3D-Modelle, die man einzeln konfigurieren kann, wo man sich verschiedene Pakete der Autohersteller zusammenklicken kann und sich das dem Pkw dann in 3D selbst im Innenraum ansehen kann. So, im Grunde ist ein Konfigurator eine Software, die es Menschen erlaubt, ihren Individualisierungsdrang zu folgen. Also die es ihren Kunden erlaubt, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Auf der anderen Seite gehört aber zu dieser Software auch die Inhalte. Und die Inhalte, das können zwei verschiedene Dinge sein. Zum einen können das Bilder sein, auf der anderen Seite können das aber auch 3D-Modelle sein. Aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, die gerade mit dem Gedanken spielen, einen Konfigurator auf ihrer Internetseite ihren Kunden anzubieten, ist der wesentlichste Vorteil der eines Beraters. Der Konfigurator ist nichts anderes als ein automatisierter Berater, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Sie Ihre Produkte verkauft. Frage Nummer 2. Warum ist überhaupt ein Konfigurator für mein Unternehmen so wichtig? Erstens besteht eine steigende Anzahl an Individualisierungswünschen der Kunden. Das heißt, es gibt ganze Industrien, die sich nur damit beschäftigen, Produkte zu entwickeln, die jeder Kunde für sich individuell als Einzelstück herstellen lassen kann und sich so von der Masse abhebt. Das heißt, dieser Wunsch, mein Produkt zu individualisieren und auf der anderen Seite also einen Konfigurator zu bedienen, ist teilweise heute das Eintrittstool, um überhaupt in Ihr Unternehmen auf Ihrer Webseite zu kommen. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel einen Schrank sich selbst konfigurieren will, dann wird er nicht Schrank bei Google eingeben, ich suche einen Schrank, sondern er gibt rein Schrankkonfigurator. Und damit gewinnen diese Unternehmen, die einen Konfigurator auf ihrer Internetseite anbieten und erweitern damit ihren Kundenkreis. Zum Zweiten ist ein Konfigurator ein riesiges Tool, um Geld zu sparen. Denn wie ich bereits erwähnt habe, ist ein Konfigurator ein automatisierter Berater. Das heißt, in jedem einzelnen Schritt, den der Kunde konfiguriert, in jedem einzelnen Schritt können Sie die typischen Fragen, so wie ich es jetzt mit Ihnen mache, in einem Video zum Beispiel beantworten. Das heißt, ein Kunde konfiguriert sich sein Produkt und erhält an dem Punkt, wo er gerade eine Entscheidung treffen soll, ein kleines Video, wo Sie ihm einmal in einem Video eingespielt erklären können, was der Unterschied zwischen A und B ist. Und damit automatisieren Sie nicht nur Ihren Beratungsprozess, sondern Sie multiplizieren Ihren Beratungsprozess. Das heißt, Sie sprechen einmal ein Video ein und Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Ihrer Kunden erhalten dasselbe Beratungsgespräch. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten für 100.000 Kunden einen Berater einstellen. Wie teuer das wohl wäre? Dritte Frage. Wie funktioniert denn so ein Konfigurator? Ein Konfigurator funktioniert im Grunde ganz einfach. Es ist immer die Entscheidung zwischen einer A- und einer B-Variante. Je mehr Möglichkeiten es gibt, ein Produkt zu verändern, desto mehr A-B-Varianten treffen aufeinander und desto komplexer wird das Ganze. Ich erkläre Ihnen das am besten mal zu dem Unterschied zu einem E-Shop. Ein E-Shop beispielsweise ist eine Software, die Ihre gesamte Produktpalette als einzelnes Produkt abbildet. Das heißt, Sie haben einen Shop, Sie haben 10.000 Produkte und der Kunde wählt sich anhand von Kategorien oder von Stichwörtern eines dieser Produkte aus, legt es in den Warenkorb, bezahlt und bekommt es nachher von Ihnen zugesendet. Bei einem Konfigurator ist genau die Logik andersrum. Ein Konfigurator hat im Grunde nur ein einzelnes Produkt. Ein einzelnes Produkt. Und dieses Produkt
kann man aber in zehntausenden Möglichkeiten variieren. Ja, man kann die Farbe ändern, die Größe, man kann Dinge hinzufügen, Dinge wegnehmen und so weiter etc. Und damit ist die Logik von einem Online-Shop genau das Gegenteil von der Logik eines Konfigurators. Deswegen ist es teilweise sehr schwierig und eine große Herausforderung für uns, wenn Kunden bereits einen bestehenden Online-Shop haben und sie einen Konfigurator dort einbinden wollen. Ja, weil das im Grunde zwei nebeneinander stehende Systeme sind. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber um da zu verstehen, was ein Konfigurator ist, setze ich gerne diese beiden Dinge im Verhältnis. Ein Konfigurator ist also im Grunde eine Software, mit der Ihr Kunde im Browser direkt sich selbst beraten kann. Die Inhalte des Konfigurators, hatte ich vorhin schon erwähnt, können zwei Dinge sein. Das kann zum einen Bilder im Zusammenhang mit Texten oder Videos sein. Also sprich, Sie fotografieren oder visualisieren Ihre Produkte, am besten immer in derselben Position. Und wenn der Kunde eine Konfiguration anklickt, dann wechselt sich einfach das Bild und man hat das Gefühl, die Farbe hat sich geändert. Möglichkeit Nummer zwei in dem Konfigurator ist direkt ein 3D-Modell integriert. Und dieses 3D-Modell wird live vom Kunden konfiguriert. Also sprich, der Kunde wählt zum Beispiel beim Auto eine andere Felge aus und in dem 3D-Modell wird in Echtzeit diese Felge gegen eine andere Felge ausgetauscht. Und das kann man sich von allen Positionen ansehen. Was ist jetzt der Vor- und Nachteil? Der Vorteil bei Visualisierungen ist, dass Sie 100% fotorealistische Bilder haben. Also ich würde da in dem Fall wirklich so Visualisierungen empfehlen, da Fotos nie 100% in derselben Position fotografiert werden können. Dann ändert sich auch mal das Licht und so weiter. Das heißt, wenn der Kunde konfiguriert, springt plötzlich das Produkt hin und her. Bei Visualisierungen, was im Computer entstandene Bilder sind, ist das Produkt immer perfekt genau dort, wo es sein soll. Das heißt, es ändert sich wirklich nur die Farbe. Es ist so eine Art Zaubereffekt. Der Nachteil bei einem 3D-Modell ist allerdings, dass die Darstellungsqualität nicht so hochwertig ist wie bei einer Visualisierung. Dafür aber die Komplexität der Konfigurationsvarianten viel tiefer sein kann. Für beide Varianten haben wir bei Wirtschaftswunder-Now bereits Software-Teile vorliegen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie komplex ein Konfigurator sein kann. Und genauso komplex ist auch die Entwicklung eines Konfigurators. Aber wir haben schon für den einen oder anderen Kunden verschiedene Module entwickelt, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder von dem gleichen Branchen bei uns Anfragen, sodass wir jetzt derzeit dabei sind, branchenspezifische Konfiguratoren als fertiges Software-Tool zu entwickeln. Wenn es soweit ist, informieren wir Sie gerne. Tragen Sie sich bitte dafür in unsere E-Mail-Liste ein. So, und die vierte und die wichtigste Frage, die häufig gestellt wird, ist, wie teuer wird das Ganze denn? Also, im Grunde gibt es da eine ganz einfache Antwort. Das kommt darauf an. Es kommt zum einen darauf an, welche Produkte sollen denn konfiguriert werden. Zum anderen kommt es darauf an, wie sollen sie dargestellt werden, als 2D oder als 3D-Visualisierung oder 3D-Modell. Als drittes kommt es darauf an, welche Funktionen soll denn dieser Konfigurator haben. Aber damit wir Ihnen wirklich sagen können, was Ihr Konfigurator in Ihrem speziellen Fall kostet, empfehle ich Ihnen oben unter dem Punkt Konfigurator, finden Sie einen Link mit dem Namen Checkliste. Bitte klicken Sie da drauf und füllen Sie die Checkliste aus. Dort bin ich auch nochmal zu sehen in einem Video und erkläre Ihnen genau, was Sie in der Checkliste erwartet und wie Sie die Fragen beantworten sollen. In dieser Checkliste checken wir sozusagen gegen, welche Anforderungen, welche Funktionen Sie benötigen und welche Produkte Sie haben und können Ihnen dann sehr individuell sagen, was in Ihrem Fall der Konfigurator für Sie kosten wird. Als Ergebnis erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Konzept, beziehungsweise falls wir Rückfragen haben, rufen wir Sie nochmal an. Und mit diesem Konzept haben wir eine Grundlage, das Ganze zu kalkulieren. Und Sie haben eine Grundlage, um zu sagen, na, die eine Funktion fehlt mir noch, die andere Funktion fehlt mir noch oder die ist mir zu viel, die sprengt das Budget. Eine Empfehlung habe ich allerdings noch für Sie. Wenn Sie sich hier auf der rechten Seite in die Liste für das Konfiguratorverzeichnis eintragen, dann erhalten Sie einen Zugang zu 500 Konfiguratoren, die wir gesammelt haben. Die sind nicht alle von uns, die haben wir gesammelt im Netz, um mal zu zeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Und in diesem Konfiguratorverzeichnis
finden Sie das ein oder andere Beispiel, was vielleicht in die Richtung geht, wie Sie sich Ihren Konfigurator vorstellen. Und wenn Sie uns einen Link zu dieser Lösung zusenden, dann ist es für uns viel einfacher, Ihnen zu sagen, wie teuer das Ganze später werden wird. Zusätzlich zu der Freischaltung der Liste erhalten Sie von uns die ein oder andere E-Mail mit Tipps und Tricks zum Thema Konfiguratoren, aber auch mit Tipps und Tricks, wie man einen Online-Shop optimieren kann, wie man besser bei Google gefunden wird. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Unternehmen, für Ihr Projekt, einen Konfigurator zu installieren oder sich eben dagegen zu entscheiden und einen Online-Shop auszubauen. Das ist auch okay. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden und wenn wir Ihnen vielleicht den ein oder anderen Tipp geben können, wie Sie Ihr Unternehmen im Web digital besser aufstellen können und vielleicht besser gefunden werden können. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihr Marco Lachmann-Anke.